So. Hier, ja, können wir das Ding eigentlich volllaufen lassen. Genau, können wir tatsächlich machen, weil interessant wird das nachher, wenn wir hier die Output-Kiste haben. Gedankengänge, ja, die sind vorhanden. Nur die Umsetzung, die scheitert manchmal ein bisschen. Aber deswegen üben wir das. Kriegen wir irgendwie hin, glaube ich. So, dann geht's hiermit weiter. Mit Rot, genau. Das heißt, auch hier brauchen wir Zahnräder. Warte mal, das war der, der so viel braucht, ne? Nee, die Teile waren schlimmer. Okay, dann passt das. Aber ich würde fast sagen, dass wir hier 400 nehmen. Ja, okay, jetzt klappt das problemlos. Naja, egal. Genau, hier auch wieder rot. Dann brauchen wir wieder Schaltkreise und Zahnräder. So, nochmal den anderen Test machen mit 400 hier. Ne, hier nehmen wir 600. Es geht, okay. Naja, gut. Haben wir wieder weitere Bots? Jo. Ich werde nochmal eben den restlichen Förderbandkram rüberholen. Das ist halt gerade das einzige Problem, weil wir müssen gucken, dass der Laden hier dann leer wird. Denn hier soll nachher die Uranverarbeitung komplett hin. Mal 1200, was haben wir jetzt? Ja, easy. Okay, alles klar. Ich meine, den Rest sortieren die Bots nachher sowieso hier ein, wenn wir den Kram abreißen. Aber wenn irgendwie möglich, möchten wir den Kram dann trotzdem gleich zur neuen Mall mitnehmen. Da werden wir auch generell mehr Platz haben, um den Kram einzulagern. So zumindest der Plan. So, rein damit. Läuft. Okay, dann machen wir hier weiter. Ja, genau. Der braucht noch ein bisschen. Vielleicht müssten wir die Kollegen... Also ich will hier ehrlich gesagt nicht mit Effektverteilern arbeiten, aber wir sehen hier schon, die kriegen zu wenig Eisen. Ja, wir haben einfach noch nicht so viele Bots hier rumfliegen, ne? Ganz klar. Oh. Ja, dann schmeißen wir den 50er rein. Ist egal, wir kriegen sowieso wieder Nachschub. Passt schon. Ja, moin. Ach ja, richtig. ich habe gerade alle... Schaltkreise in die Kiste geschmissen. War nicht das Schlauste, aber ist okay. Genau, was brauchen wir für den blauen Kram? Auf jeden Fall wieder Schmiermittel und ordentlich Zahnräder. Genau, der rastet hier richtig aus. Genau, also hier, wie gehabt, nochmal Zahnräder. Da machen wir auch 800. Was habe ich gesagt? Schmiermittel, genau. Den drehen wir dann wieder zur Seite. Und hier müssen wir gleich mal gucken. Der hat ja dieselbe Höhe. Da könnten wir zur Not von unten oder... von der anderen Seite rangehen. Das sollten wir hinkriegen, denn ist es nicht im Weg für die Kisten quasi. Das sollte machbar sein. Dann machen wir das so. Genau. Und hier natürlich dann auch wieder entsprechend die Zahnräder. Da. Warte mal, wie viel braucht der? 10. Ja, warte mal, dann braucht der gar nicht so viele. Dann machen wir hier die Standard 200. Und dann passt das. Und irgendwas war noch? Genau, Schaltkreise rot. Sollte auch 200 reichen eigentlich. Yep. Genau, da haben wir die grundlegenden Sachen hier schon mal fertig. Wir bräuchten hier natürlich noch einen Output, das ist ganz klar. Und dann nehmen wir auch wieder eine Lagerkiste. Ich glaube, die Sache mit den Umspannwerken war von vornherein eine beschissene Idee. Naja, wie immer. Ja, der sammelt hier fleißig an Kram. Aber das ist klar. Wie gesagt, ich denke mal, dass wir die Zahnradgeschichte noch ein wenig beschleunigen werden. Aber das machen wir später. Ja, die nächste Ecke wäre dann im Prinzip Greifarme. Wie viel Platz haben wir da... Oh Gott, warte mal. Wie viel Platz haben wir hier dafür gebraucht? Bis hier quasi. Dieser Block.
Das würde bedeuten, dass wir im Grunde genommen den Kram sogar noch hier drunter hinbekommen. Und dann machen wir das auch. Und wir haben auch wieder mit einer Zahnradproduktion angefangen, ne? 3. Dann setzen wir auch nochmal 3 dazu. Weil wir haben jetzt an sich schon zu wenig. Dann machen wir lieber noch ein paar mehr. Okay. Wir lassen auch hier nur diesen standardmäßigen Platz und das war's dann. Dann müssen die ja damit rein. Also mischen möchte ich das ehrlich gesagt nicht. Nee. Nee, nee, machen wir nicht. Haben wir noch welche? Jo. Können wir das nicht von oben kopieren? Reicht das hier, wenn ich das... Nee, per Map kann man das nicht machen, oder? Nee. Doch. Nice. Dass nicht so viele Bots auf eine Kiste zugreifen können. Ja, das ist richtig. Wenn wir wirklich daran scheitern, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, hier weitere Kisten hinzustellen, ja? Also, daran sollte es nicht scheitern. Wir fangen jetzt nur erst mit einer Sache hier an und dann gucken wir nachher, wo das Problem ist. Wir können mal welche reinschmeißen hier. Ich meine, das ist ja super easy geregelt. Wenn wir das hier machen und das hier, wir können das beim Eisen mal eben beispielhaft machen. So quasi. Schon haben wir eine zweite Kiste da stehen. Ja. Ich meine, dass der Input dann irgendwann zu wenig wird. Das sehen wir hier jetzt schon, ja. Aber wir können zumindest mehr lagern. Und man muss halt immer bedenken, oder ich sag's immer wieder, die Mall, die muss nicht durchlaufen. Die muss einfach nur kontinuierlich den Kram produzieren, weil wir es nicht immer brauchen. Genau, aber der schiebt jetzt den ganzen Kram durch. Und die Bots gönnen sich den Kram halt, ne. Und momentan, da alles irgendwas braucht, ist natürlich der Bedarf höher als nachher. Ja, man kann natürlich durchaus darüber nachdenken, mehrere Lanes zu nehmen. Wir können ja mal eben spaßeshalber was gucken. Warte mal. Wenn wir das hier mal eben durchrechnen lassen, stürzt er wahrscheinlich ab. Warte mal. Oh, nee, geht. Wir bräuchten das hier an Eisen pro Sekunde normalerweise. Wir haben aber nur 45 Eisen pro Sekunde anliegen. Minus das, was der Greifarm nicht schafft. Ja, also hier ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da noch vielleicht eine zweite Eisenlane runterzuziehen. Aber das machen wir später. So, und auch hier werden wir wieder Anforderungskisten dazunehmen. Weil wir haben gesagt, Greifarme. Und hier haben wir immer so... Oh, warte mal, wir brauchen mehr, oder? Wir müssen ja den bauen, das geht vom Gelben aus. Das geht vom Gelben aus. Gelb zu Blau. Gelb zu Blau. Gelb zu Blau-Grün. Wir könnten eigentlich das Ganze sogar ein bisschen erweitern. Also im Grunde genommen sind hier alle erstmal gelb. Ja. Ja, okay, komm, wir machen das. Und dann können wir auch von jedem, ja, von jeder Fabrik quasi einfach weitergehen. Und diese Schritte müssten wir eigentlich auch begrenzen. Ja, wir bräuchten hier generell bei diesem Übertrag, ne, da bräuchten wir nicht so viel. Die Zahnräder könnte man begrenzen. Die können wir tatsächlich auf die Menge begrenzen. Kann man das copy-pasten? Ja, kann man. Ja, weil wir brauchen davon nicht so viele. Das ist ja nur der Übergang im Prinzip. Aber sind nicht. Wir können es auch einfach so lassen. Ja, wir machen das mal so. So, hier versuchen wir mal einigermaßen die gleiche Höhe zu halten. Das ist ja interessant. Achso, weil der andere ein weiter steht. Ja, okay. Dann machen wir das so. Genau, so, hier müssten wir noch ein paar Greifarme reinschmeißen. Einmal hier und hier. So, und die brauchen noch Eisenplatten und Schaltkreise, genau. Und die können wir auch wieder copy-pasten eigentlich. Na, Eisenplatten machen wir 200.
und Schaltkreise genauso. Jo, genau. Haben wir noch Bots? Ja, bestimmt. Jetzt habe ich keine mehr. Ach egal, wir brauchen keine. So, aber wir hätten so... Oh, wir hätten sogar noch Elektromotoreinheiten. Warte mal. Ach nee, war schon richtig. Ich klaue mir mal schnell ein paar. Die können wir, wie gesagt, nebenbei einfach so durchlaufen lassen. Ist, glaube ich, kein Problem. So. Genau, jetzt haben wir überall die gelben Greifarme. Jetzt können wir hier... Hoppala, das war falsch. Ich wollte eigentlich eine Maschine dafür bauen, aber ist okay. Hätten wir da rot. Und da wäre blau. Hier wäre nochmal blau. Nochmal blau und nochmal blau. Der Roboport muss bald weg. Können wir nochmal ein bisschen verschieben vielleicht. Wobei, das wäre schlecht. Mal sehen. Genau, und die hier haben immer, also im Grunde genommen immer erstmal blau als Voraussetzung. Die beiden hier vorne wären dann fertig. Andererseits wäre es schlau, wenn wir sagen, wir machen den Typen hier hin. Dann brauchen wir da nämlich nicht weiterbauen. Dann wäre hier nämlich Ende bei diesen beiden und wir hätten das Roboport-Ding nicht im Weg. Ja, okay, machen wir so. So, Strom wäre nicht schlecht, ne? Dann machen wir das mal. Ach, von mir aus kann der hier auch durchcraften, das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir werden, also wenn wir hiermit fertig sind irgendwann, ne? Dann packen wir das Teil nicht so schnell wieder an. Ne, 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 passt schon. So, was brauchen wir denn hier noch? Schaltkreise und Eisenplatten, wie immer. Jo. Ja, sollte passen, denke ich mal. Ja, und im Prinzip haben wir dann hier schon wieder zwei fertige Dinge. Dafür nehmen wir wieder die Lagerkisten. Oh, passt gerade so, ey. Nice. Und diese Lagerkisten, die können wir vom Mios einfach voll machen. Weil hier ist es egal. Interessant wird das nachher, wenn wir hier aus und den Output haben. Die sollten wir nicht ganz zumachen mit dem Zeug, weil es wäre praktisch, wenn wir Fabriken wieder abreißen oder so, wenn die Bots noch ein bisschen Platz hätten, den Kram wieder da reinzuschmeißen. So die Idee. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir die Lagerkisten alle noch filtern. Oh Gott. Denn ansonsten haben wir irgendwann ein Problem. Genau, den haben wir noch. Ja gut, machen wir auch. Besser ist es. Genau, das sollte gehen. Hier... Ja gut, Eisen halt, ne? Da kommt gerade nicht genug an, ist klar. Passt. Symmetrie ist alles... Ja, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich möchte nur keine Hässlichkeiten bauen wegen dem Roboport hier. Aber ich will den Logistikbereich auch nicht verschieben, weil der ist halt eingepasst hier. Ja, damit er halt einfach getrennt ist von dem Rest und ich will da keine Ecken und Kanten drin haben. Weil sonst baue ich nachher wieder irgendeine Maschine hin, die dann wieder nicht funktioniert. Und wir haben gerade übrigens ein paar verworfene Frames. Wenn der Stream laggt, dann, ja, ist halt Internet Neuland und so. So, weiter geht's. Wir haben... Die nächsten, da brauchen wir dann wieder die Anforderungskisten, weil hier kommen noch ein paar Sachen mit dazu. Genau, weil wir haben jetzt die drei noch übrig und dann läuft das, glaube ich. Bei dem einen müssen wir sogar noch mehr machen. Wir haben ja jetzt, warte mal, die beiden basieren auf die blauen und diese hier basiert auf dem grünen. Das heißt, wir müssen hier noch eine Maschine dazu bauen. Genau. So rum, genau, richtig. Und hier wäre dann der hier.
Von denen hier brauchen wir halt nicht so viele, aber wir lassen den Laden einfach durchhauen. Ist mir egal. Einfach durch damit. So, was brauchen wir hier noch? Zahnräder grün-rot. Dasselbe können wir hier machen. Und hier brauchen wir nur grün. Ja, okay. Das Coole ist, dann hätten wir hier sogar... Was fehlt denn dir noch eigentlich? Ach, die Zahnräder. Die Federsuche hier ist relativ einfach tatsächlich. Hier die Eisenplatten, die sind aber angefordert. Ja, okay. Ja, also Eisen, das sehen wir jetzt schon, das kommt auf jeden Fall zu wenig rein, aber ist erstmal okay. Genau, das haben wir gemacht. Passt soweit. Check. So, dann brauchen wir hier noch einen Output. Ja. Nee, die sind dann voll. Aber wir machen das gleich wieder genauso, wie wir es hier oben gemacht haben, mit dem Draht. Ja, dass sie da nicht so viel reinlegen, ja. Das ist eben die Sache. Das ist hier durchaus ein bisschen aufwendig, das aufzusetzen. Aber wenn das einmal läuft, dann ist es halt ein Selbstläufer. Finde ich zumindest. So, da sind auch noch Zahnräder, genau. Aber die sollte der kriegen. So, was brauchen wir denn hier noch? Nochmal grüne. Und dann tun wir das. Und jetzt können wir gleich mal diese eben angesprochene Geschichte machen, weil wir hier gerade so ein Bereich fertig haben in gewisser Weise. Genau. Haben wir noch rote Drähte? Wir nehmen die grünen. Hier brauchen wir es nicht, aber hier bei den Anforderungskisten, da brauchen wir das. Das Gute ist halt, hier sind ja nur die Zahnräder mit dabei. Wenn wir jetzt sagen, okay, pass auf, du machst das so lange, bis Zahnräder über 200 sind. Ja, dann copy-pasten. Oh, das ist falsch rum. Wir müssen das andersrum machen. Mein Fehler. Das muss nämlich hier sein. Da geht's schon los. Ja. Dann können wir das halt einfach hier copy-pasten. Dann verhindern wir halt, dass der Kram verstopft. Genau. Ich denke, hier bei den Zahnrädern wird das nicht so problematisch sein. Obenrum müssen wir das auch noch machen. Aber da haben wir eher andere Baustellen. Sagen wir es so. Genau, der hat einen Input hier, der hat einen Input da, das sollte eigentlich hinhauen, weil die sind ja sowieso nur mit dem Kram belegt. Also die können nicht volllaufen, die Kisten, aber... Diese hier zum Beispiel. Das müssten wir begrenzen, auf jeden Fall. Und zwar in Bezug auf die Förderbänder. Da nehmen wir jetzt auch einfach 200. Genau, und der Einzige, der noch arbeitet, ist der hier, weil der noch keine 200 hat und der Rest ist schon wesentlich drüber. Nächster Schritt. Auch hier müssen wir das machen bei den roten Förderbändern, weil hier noch die Zahnräder dazukommen. Ja, es ist schon vom Aufbau her aufwendig. Aber ich denke, das ist okay. Auch hier, dann nehmen wir jetzt die roten Förderbänder und sagen, jo, du machst das so lange, bis da 200 drin sind und dann ist gut. Und hier haben wir das mit den Tunneln, weil hier kommen noch andere Sachen dazu, wie Zahnräder. Also... kriegt der seine Tunnel und davon machst du keine Ahnung. Von mir ist auch 200, ist vielleicht ein bisschen viel, aber meine Güte, wer hat, der kann. Und bei den Teilern machen wir das dementsprechend genauso. Also wir werden hier ein Weilchen beschäftigt sein. Möchte ich nur kurz anmerken, aber ich denke, das ist okay. Die Output-Kiste hier, die machen wir voll. Total egal. Aber hier müssen wir wieder gucken. Achso.
Da sagen wir auch hier, rote Tunnel, von hier aus auch wieder 200. Passt. Und hier dasselbe Spiel mit den roten Teilern. Auch wieder 200. Genau, hier haben wir wieder die Output-Kisten. Die machen wir voll. Total egal. Genau, hier haben wir die Sache mit den Zahnrädern. Ja, das machen wir auch. Ist besser. Ich meine, hier können wir glücklicherweise wieder copy-pasten. Ja, wir nehmen einfach die Zahnräder hier, sagen auch wieder 200. Und nehmen das hier per Copy-Paste überall mit rüber. Ja, yep, genau. Okay, check. Selbes Spiel hier. Greifarme. Die dürfen auch nicht vollgemacht werden, weil ansonsten die anderen Materialien keinen Platz haben. Oh. So. Das Gute ist, auch hier können wir tatsächlich zumindest in dieser Reihe noch copy-pasten. Hier auch relativ viel, außer den hier. Dann machen wir den mal eben mit der Sonderbehandlung hier. Wobei, der braucht nicht. Das ist eine Output-Kiste. Nee, komm. Der braucht nicht. Der braucht auch nicht, aber hier. Genau. Also wie gesagt, wenn die nachher in ihrer Lagerkiste sind, dann ist es eigentlich kein Problem. So. Genau, die beiden brauchen wir nicht mehr, aber diesen hier. Genau. Ich gehe hier mal runter auf 50 bei dem. Die brauchen wir sowieso nicht so häufig. Okay. Damit hätten wir das, glaube ich, wenn ich nichts übersehen habe, verstopfungssicher gestaltet. Förderbänder und Greifarme. Ja, und wir sehen schon, wir brauchen eine zweite Eisenlane, garantiert. Wobei, das ist jetzt nur am Anfang, wo der so viel braucht. Wir lassen das erstmal laufen. Ja, da würde ich erstmal den Ball flach halten, glaube ich. So. Das heißt, wir hätten hier drüben an sich wieder irgendwas, das wir aufräumen könnten. Und ganz ehrlich, ich würde einfach mal diesen Stapel hier schon mal entfernen. Wo sind denn die Bots eigentlich alle? Die kommen wahrscheinlich gleich bei irgendwelchen Solarpanelen wieder raus oder so. Ja, ja, ich weiß, Timeout, bla. Wie gesagt, dieses Timeout-Problem wird sich lösen, sobald wir anfangen, die Forschungspakete zu bauen. Da kommen sie her. Ah, okay, von mir aus. Genau, dann machen wir hier diesen Part hier unten auch noch weg. Die ganze Schmiermittelleitung kann schon mal weg. Denn auch die wird hier unten nicht mehr benötigt. Jo, alles klar, Steffen. Bis später. Ja, ansonsten Radar-Gedöns lassen wir erstmal noch stehen. Das hier können weg. Ich hab jetzt, oh ja, lass uns mal die Kisten mit abreißen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht so genau. Wird sich zeigen. Aber die können wir natürlich, wenn wir dann irgendwann hier fertig sind, mit in den Output der Anlage nachher reinlegen, der irgendwo hier unten wahrscheinlich mittig hinkommt. Hier können wir das wunderbar machen. Wir können das auch hier in so einem kleinen Bereich machen, weil hier kommt nichts hin. Hier kommt kein Bahnhof hin, kein gar nichts. Dann hätten wir hier so eine Art Shop, sage ich jetzt mal. Doch, das machen wir. Ja, okay. Ich nehme jetzt mal diese, ne, Umspannwerke mit. Das war eine blöde Idee. Den äußeren Rand lassen wir noch stehen, dann haben wir nämlich nach außen hin denselben Abstand. Wobei hier rechts ist es egal, da kommen eh die Module hin. Ja, Wayne. Genau, jetzt haben wir die Förderband- und Greifarmgeschichte fertig. Erstmal einen Kaffee, Moment.
Was machen wir als nächstes? Das ist die Frage. Wir haben ja jetzt hier die Radaranlagen stehen, Montageanlagen. Achso, warte mal hier. Das kann weg. Dieser Block hier kann weg. Oh Gott, da wird so viel Müll rauskommen. Aber das ist okay. Yeah. Ach du Scheiße. Naja, irgendwann ist immer. Genau, die Montageanlagen bleiben stehen, aber hier, die Kollegen können auf jeden Fall auch weg. Oh mein Gott. Naja, vor nichts kommt nichts, ne? Da wir ja gesagt haben, dass wir so den militärischen Kram... Nee, wir haben nur gesagt, wir wollen die Munition hier rüber bauen. Richtig. Das heißt, Geschütztürme und Co. kommen hier wieder mit hin. Nur die Munitionsgeschichte halt nicht. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mit den Montageanlagen weiter. Ja. Die würden wir, glaube ich, sogar hier noch mit reinkriegen. Oder? Wollen wir das so quetschen oder wollen wir wirklich einen extra Block machen? Ich meine, hier ist es ja völlig egal bei diesem Aufbau, ne? Aber wir haben ja jetzt... warte mal, wir haben... Eins, zwei, drei, vier Anlagen brauchen wir. Wir müssen hier noch die Tempomodule herstellen. Eins, zwei, drei, vier. Und hier noch ein Radar. Und dann wäre das voll. Ich glaube, wir machen das einfach so. Genau, da kommt der rein. Da kommt der rein. Dann haben wir den hier. Halt, nee, da haben wir den nicht. Ich habe eine zu viel gebaut. T1-Module waren das, ne? Ah ne, Radar haben wir gesagt, ne? Passt. Und hier jetzt kommt quasi die T3-Montageanlage hin. Haben wir schon wieder Bots übrig? Ja, 40. Können wir noch welche bauen? So nebenbei, ja, so ein paar könnten wir noch. Ach, mach leer, passt schon. Die behalten wir jetzt aber, weil sonst haben wir nämlich keine mehr für unseren persönlichen Hangar. Aber ist auch nicht so wild. So. Und hier geht der Spaß wieder los mit Eisen, Zahnrädern und Co. Ich glaube, grüne Schaltkreise waren es, oder? Ja, yep, genau. Okay, check. Oh, Strom wäre auch praktisch. Dann nehmen wir mal... Ich habe den in der Mitte scheiße platziert, ne? Ach, ist egal, passt schon. Wie gesagt, auf das Stromnetz, da lege ich ehrlich gesagt keinen Wert mehr, weil das, nee. Das ist einfach zu blöd. Genau, für den nächsten Quatsch, was brauchen wir denn da eigentlich noch zusätzlich? Stahl, genau, okay. Dann machen wir das so. Auch den müssen wir dann wieder begrenzen, den Kollegen. Genau, Stahl, Zahnräder, Schaltkreise. So. Abfallkisten. Könnte man machen. Ja, mal sehen. Müssen wir nachher mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir den Kollegen hier wieder begrenzen. Und zwar, keine Ahnung, wenn hier 100 von denen drin sind, dann machst du einfach Pause. Genau. Und der hier, der schmeißt den Kram ja im Prinzip erstmal. Wir machen das andersrum. Warte, warte, warte. Wir machen hier die Module. Achso, die sind ja hier. Stimmt. Genau, weil dann kann der Typ nämlich ganz easy hier weitermachen. Genau. Und hier haben wir dann halt... Wir brauchen hier keine Anforderungen. Da muss nichts angefordert werden. Easy. Gut. Okay. Ach, jetzt so.
Auch hier selbes Spiel, wir machen nur 50 von den Dingern, weil brauchen tun wir sie nicht. Strom wäre eine geile Sache. Und sonst brauchen wir hier auch nichts. Das heißt, auch hier können wir eine ganz normale Lagerkiste nehmen. Und der schmeißt seinen Kram da rein. Und hier müsste jetzt eine Anforderungskiste ran. Für grüne und rote Schaltkreise. Richtig, genau.